Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. In diesem Video werde ich euch alles zum Live-Event erklären, was hier bereits schon in der nächsten Woche stattfinden wird. Wenn euch die Videos hier auf diesem Kanal gefallen und ihr mich supporten wollt, könnt ihr gerne mein Creator Code Aircraft im Itemshop eintragen. Der bleibt dann auch noch genauso lange drin, bis immer die neue Season startet. Würde mich da auf jeden Fall über jeden als Supporter freuen. Und ich bin zurzeit auch wieder so ziemlich täglich auf Twitch live. Schaut da gerne vorbei und lasst natürlich ein Follow da. Meistens bin ich nachmittags live und zocke auch das eine oder andere Mal mit Viewern. Also schaut gerne vorbei und dann würde ich sagen, geht es direkt mit den Informationen zum Live-Event los. Als erstes Mal ist das Live-Event in dieser Season kein normales Live-Event, wie wir es halt sonst hatten, dass wir uns dann eben halt für 5 Minuten oder so in eine Runde reingehen und dann hier irgendwas passiert, der Zero-Point oder so explodiert. Das werden wir in dieser Season nicht erhalten, sondern werden mit dem Start der neuen Season ein Live-Event selbst spielen können. Das heißt, wir werden dort anscheinend auch ein paar Sachen haben, die wir selbst bestimmen können. Dazu gibt es auch einen Blogpost von Epic Games zum Nullpunkt-Krise Finale bzw. Zero Point Crisis in Kapitel 2 Season 6. Und hier steht eben mal drin, dass wir am 16. März, also am nächsten Dienstag, scheint jetzt auch der neue Tag immer für die neuen Season zu sein, dass wir dort eben halt mit dem Start der neuen Season, also wenn wir das erste Mal in eine neue Season reingehen, dass wir dann dort die Endmission von Agent Jones spielen können. Und das ist dann im Prinzip halt das Live-Event, was wir bekommen werden. Da ist die Frage, wie das Ganze natürlich umgesetzt wird. Ich kann mir vorstellen, dass es relativ ähnlich zu den herkömmlichen Live-Events ist, also wir jetzt eben halt keine ewig lange Quest haben, aber dass eben halt so mit wahrscheinlich sehr, sehr viel Storytext dabei sein wird. Das heißt, es ist wirklich sehr, sehr umfangreich, es ist schon so ein bisschen wie so eine Rette-die-Welt-Mission sein wird, dass wirklich solche Singleplayer-Inhalte dann am Ende haben wird. Und genaueres gibt es dazu immer noch nicht wirklich, aber was hier schreiben ist, dass es einer deren aufwendigsten Story-Film-Sequenzen sein wird. Das heißt, wir werden wahrscheinlich neben der spielbaren Inhalte auch Story-Filmsequenzen dabei sein. Wahrscheinlich, wenn wir uns einloggen, wird als erstes zum Beispiel dann diese Filmsequenz gespielt, dann werden wir vielleicht einen Story-Part spielen können, dann gibt es vielleicht nochmal so eine Story-Filmsequenz und dazu gibt es dann auch noch eine Weltpremiere, also wenn eben halt nächste Woche dann die neue Season startet, wird es wahrscheinlich auch eine Premiere auf YouTube geben, neben dem Battle Pass-Trailer dann eben halt so einen Story-Trailer auch noch, den wir uns dann eben halt auch noch anschauen können. Wird, glaube ich, alles ziemlich nice. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr gespannt darauf, wie immer halt das Ganze dann wirklich umgesetzt wird. Bisher kann ich mir da jetzt noch nicht hundertprozentig viel darunter vorstellen. Aber das Nice hierbei ist, dass ihr euch immer nicht an diesen einen Punkt gebunden habt, sondern ihr könnt das im Prinzip zu jedem Zeitpunkt spielen. Das heißt, selbst wenn ihr eine Woche später die neue Season startet, dann könnt ihr eben halt, wenn ihr euch vorher noch nicht gespoilert habt, das immer dort zum allerersten Mal selbst erleben. Ich glaube, einer der Gründe, weshalb die sich dafür entschieden haben, ist auch, dass sonst halt die Server meistens überfüllt waren und da eben halt viele nicht reinkamen und ihr das Ganze immer so etwas einen etwas größeren Zeitraum haben. Ich werde versuchen, das Ganze zu streamen, solange ich eben halt währenddessen keine Videokonferenzen habe. Aber ansonsten werde ich da auf jeden Fall live sein und ansonsten gibt es natürlich ganz mal hier ein Video. Und mit der neuen Season gibt es natürlich auch viele Meta-Changes und wir werden ja auch die Preseason für Competitive erhalten. Da haben viele auch was falsch verstanden, dass sie immer die Season dann erst eine Woche später startet. Mit der Preseason ist ganz einfach gemeint, dass immer die Arena-Punkte erhalten bleiben und noch keine neuen Tournaments für die neue Season eben halt stattfinden werden, aber es wird eben halt der neue Lootpool schon drin sein und es ist sozusagen so eine Übergangsseason, die eben halt nicht zur Season 6 Competitive gehört, aber wo immer schon so ein bisschen was ausprobiert werden kann. Und unter einer der Verbesserungen und Veränderungen, die wir in der nächsten Season haben werden, ist, dass wir keine Goldbarren mehr erhalten, deshalb muss man jetzt auch alle Goldbarren ausgeben für den normalen Mode, wird natürlich genauso auch in Competitive sein. Das heißt, wahrscheinlich so etwas wie exotische Waffen wird es in der nächsten Season auch nicht mehr geben. Da werden wir wahrscheinlich die größten Änderungen erhalten. Ich könnte mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Sniper rausgenommen wird. Ich hoffe es auf jeden Fall. Es gibt sehr, sehr viele Wünsche von der Community da drauf und in letzter Zeit hören die immer mehr auf die Community. Ich würde es mir auf jeden Fall sehr, sehr doll wünschen. Und das ist im Prinzip eigentlich auch schon wirklich alles, was dazu gibt. Eine Sache, die hier noch geschrieben haben, ist, dass das Schicksal der Realität auf dem Spiel steht. Ist mehr Marketing wahrscheinlich. Aber ich glaube, dass es immer so ein bisschen wie früher haben werden, wo wir immer diese Ausgabestellen in Season 8 war das, glaube ich, oder Season 7 hatten, wo wir da eben halt so ein bisschen was selbst mitmachen konnten und wir immer so ein bisschen das im Prinzip beeinflussen konnten, oder wie bei dem Event, wo wir immer die neue Waffe auswählen konnten. Maybe kann das immer etwas so in die Richtung gehen. Wäre auf jeden Fall ganz nice wieder. Ich hoffe auf jeden Fall, dass in der nächsten Season deutlich mehr Updates reinkommen, mehr neue Orte und alles reinkommt, weil die Season wirklich sehr, sehr wenig
neuen Content während der Season gab. Ich bin auf jeden Fall gespannt darauf. Wie gesagt, Video und Stream wird hoffentlich folgen. Ansonsten werden wir das Ganze natürlich uns im Stream etwas später dann auch anschauen. Und dann sehen wir uns ansonsten morgen im Video oder morgen auch im Stream wieder. Bis dahin. Ciao.